Nun, für mich ist das ein ganz besonderer Anlass. Es ist das erste Mal, dass ich meinem eigenen Sohn gegenübersitze. Er war ja zunächst einmal verantwortlich, dass wir überhaupt zur Wahrheit fanden. Und seit damals gab es turbulente Zeiten. Vor 2000 Jahren sandte ein anderer Vater seinen Sohn. Und er sandte ihn in diese schreckliche Welt, um einen schrecklichen Konflikt zu begegnen. Wenn Jesus gescheitert wäre, dann wäre jeder einzelne von uns verloren. Und jedes Mal, wenn ein Kind in diese Welt hineingeboren wird, ist es den Zwängen und dem Druck dieser Welt unterworfen. Und dem Konflikt, der zwischen Gut und Böse tobt. Ich weiß nicht, wie viele Tränen von Müttern und Vätern in Flaschen gesammelt sind. Und manchmal auch die Tränen von Kindern wegen der Eltern, weil jemand sich entschieden hat, einen falschen Weg einzuschlagen. Gott in seiner Weisheit erlaubt es uns, einen Charakter zu bilden, uns mit der Wahrheit vertraut zu machen und sie anzunehmen oder abzulehnen ganz individuell. And to buy it or sell it individually. Because Denn ein Vater kann einen Sohn oder eine Tochter nicht programmieren. Noch kann eine Mutter einen Sohn oder eine Tochter programmieren. Sie können nur für Einflüsse sorgen. Die Bibel gibt eine Reihe von Verheißungen. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon abweichen, wenn er alt wird. Das ist eine der Verheißungen. Aber es ist sehr schön, dir gegenüber zu sitzen, Robert. Gleichfalls. Für lange Zeit dachte ich nicht, dass das möglich sein würde. Hm. Wenn man in dieser Welt eine Familie gründet, nun, in unserem Fall war es ja so, dass wir sehr jung waren, als wir eine Familie gründeten. Hm. Als dann unser erster Sohn geboren wurde, dein Bruder, hm. war das eine unglaubliche Erfahrung. Es war sehr schwer für uns, weil wir damals sehr arm waren. Es veränderte unser Leben völlig. Also in der Bibel gibt es einen Text, der besagt, dass eine Frau durch das Kindergebären gerettet wird. Das bedeutet nicht, dass jede Frau ein Kind gebären muss, um gerettet zu werden. Im Grunde bedeutet es, dass ein Kind den Charakter eines Menschen verändert. Man muss das aufgeben, was man normalerweise tat, die selbstsüchtigen Eigenschaften. Ja. Und man muss sich auf die Fürsorge für dieses kleine Bündel Mensch konzentrieren. Dann kam das zweite Kind zur Welt, deine Schwester Tanja. Und ich war ziemlich begeistert, dass sie geboren wurde, weil ich schon immer ein kleines Mädchen verhätschen wollte. Es ist immer nett, wenn der Vater sein kleines Mädchen bei sich auf dem Schoß sitzen hat. Ja, das ist immer ein Traum. Du möchtest vielleicht auch ein kleines Mädchen. Ja, das wollte ich. Ich wollte tatsächlich ein Mädchen. Und dann kam mein Sohn. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, eine Tochter zu haben. Ich bin genauso glücklich, einen Sohn zu haben, aber ich wollte immer eine Tochter haben. Jemanden, den man okay. ein bisschen verwöhnen kann. Ja. Also meine Tochter war sehr gut darin, mich zu manipulieren. Hm. <laughs> sie hatte eine sehr seltsame Art, mich zu manipulieren. Sie wollte etwas machen, was im Grunde ein bisschen ungezogen oder ungezogener war. Völlig ungezogen. Und sie fragte, kann ich das tun? Und ich sagte, nein, das macht man nicht. Dann nörgelte sie und ich sagte, nein. Dann lief sie auf mich zu, gab mir einen Kuss und tat es trotzdem. Da kann man dann nichts machen. Da kann man dann nicht wirklich etwas dagegen machen. Wie auch immer, das war das zweite Kind. Dann machten wir eine ziemlich lange Zeit durch. Denn zwischen euch allen liegen ungefähr vier Jahre. Stimmt's? Ja. Das war ziemlich schwer, denn es bedeutet, dass zwischen dir und deinem älteren Bruder acht Jahre lagen. Und deine Schwester stand dir näher. Ja. Und als deine Mutter mit dir schwanger war, wurde sie sehr schwer krank. Hm. Sie war mehr im Krankenhaus als zu Hause. Sie hatte ständig Lungenprobleme, ständig Fieber und. Ich musste sie sehr oft ins Krankenhaus bringen. Und dann gaben sie ihr... Sogar noch viele Jahre nachdem ich geboren war, kann ich mich daran erinnern. Ja, für viele Jahre. Deine Mutter war oft sehr krank. Deine Mutter hatte eine sehr schwierige Schwangerschaft. Irgendwann kamen die Ärzte auf uns zu und sagten, wir glauben, dass die Schwangerschaft das Problem ist. Und wir glauben, dass es in der Gebärmutter eine Sepsis gibt. Und wir empfehlen einen sofortigen Schwangerschaftsabbruch. Hm. Deine Mutter lag in einem Krankenhaus, wo es keinen Ultraschall gab. Hm. Die waren erst neu entwickelt und es gab sie nur in spezialisierten Kliniken. Es gab so eine Spezialklinik im Ort. Also besprachen wir es und sagten, nein. Wir wollen keinen Abbruch, bis wir ganz sicher wissen, dass du nicht länger lebst. Also hieß es, dazu müsst ihr in die andere Klinik. Aber deine Mutter war sehr krank und hatte sehr hohes Fieber. Ich hob sie also hoch und trug sie aus dem Krankenhaus zu meinem Auto, packte sie ins Auto und fuhr sie in die Klinik. Ich sah den Eingang der Klinik oberhalb einer längeren Treppe. Hm. Ich dachte mir: Einfach wird das nicht. Du weißt, Männer tragen ihre Braut über die Schwelle. Ich musste sie so auf meine Arme nehmen und ging diese Treppe hinauf. Und sie machen den Ultraschall. Und da warst du ungefähr so groß und hast an deinem Daumen gelutscht. Hat man da überhaupt schon Daumen? Du warst völlig entwickelt. Wow. Aber eben, er ist so winzig wie ein Däumling. Ja. Deine Mutter und ich sahen uns das an und entschieden keinesfalls, einer Abtreibung zuzustimmen. Also kämpfen sie sich durch diese Schwangerschaft und schließlich kamst du zur Welt. Warum sagten Sie, dass ich weg müsste und dass meine Mom eine Abtreibung bräuchte? Weil Sie dachten, der Fötus lebt nicht mehr. Oh, und okay. jetzt eine Sepsis da wäre. Ah, Sie hatten keinen Ultraschall. Sie hatten keine Aufnahmen. Nein, okay. Sie hatten keinen Ultraschall gemacht. Sie wussten nicht, was wirklich los war. Es war Ihre Vermutung, daher der Vorschlag, dass wir sofort eine Abtreibung machen sollten, um die Sepsis und das Fieber zu beenden und alles, was damit zusammenhing. Als du dann geboren wurdest, warst du im Grunde ein unmögliches Kind. Du hattest immer geschrien und immer diese Fötusstellung eingenommen. Du warst sehr besonders, weil wir nicht wirklich wussten, wie wir damit umgehen sollten. In der Regel soll es mit dem dritten Kind einfacher werden und nicht. Ja, wir hatten uns eigentlich entschieden, ein Paar zu haben. Ein Paar war in Ordnung und genug. Ja. Gewissermaßen tauchtest du ohne irgendeine Planung auf der Bühne auf. Mhm. Aber deine Existenz war in unserem Leben eine totale Herausforderung bei allem, wofür wir einstanden. Mhm. Eine totale Herausforderung für unser Leben. Deine Imam wurde zu einer 24-Stunden Kinderpflegerin für dich. Hm. Und dann all die Dramen rund um die okkulten Vorfälle in unserem Heim. Hm. Und schließlich hattest du selbst so viele Probleme und so viele Angriffe, so oft Fieberschübe, und immer spürte ich immer zur gleichen Zeit mitten in der Nacht, dass ich gewürgt wurde. Immer um zwei Uhr nachts. Ich erinnere mich und du hast wie verrückt geschrien. Wir nahmen dich hoch und du bist immer in diese Fieberkrämpfe verfallen. Dein Fieber stieg an und du wurdest ohnmächtig. Wir rasten gleich ins Krankenhaus, wo du dann für eine Woche oder länger geblieben bist. Und immer stand es spitz auf Kopf, ob du überleben würdest. Es war eine überaus nervenaufreibende Situation. Schließlich suchten wir Hilfe, denn wir dachten, dass da etwas Übernatürliches in unserem Haus vor sich ging. Und du warst noch nicht in der, in der Glaubensrichtung, in der du jetzt bist. Nein, ich war ein Atheist. Ja, ich glaubte an gar nichts. Das ist eine lange Geschichte, und ich möchte nicht unsere Bekehrungsgeschichte erzählen. Es geht um dich und du wusstest nichts davon, stimmt's? Nein, nichts. Jedenfalls war es so, dass wir als Konsequenz dieser Suche zum Glauben fanden und sieben Tags Adventisten wurden. Hm. Die Bibel sagt: Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Du bist derjenige, der quasi in diesem Glauben aufwuchs. Die anderen Kinder waren schon größer. Stimmt's? Martin war zwölf, Tanja war acht. Oh ja, als ich drei oder vielleicht vier war. Ja, Martin war zwölf. Tanja war acht und du gerade drei. Du warst derjenige, der mit dem adventistischen Lebensstil aufwuchs. Die anderen mussten ihren Lebensstil ändern. Mhm. Und alles zu ändern war schwer für sie. Alles änderte sich. Ja. Die ganze Sicht auf die Welt, Sport und all diese Dinge, die geändert werden mussten. Und vom Sonntag auf den Sabbat, das war schwer. Das Essen. Denn ich vermute, dass sie mit Fleisch groß wurden, was die Ernährung betraf. Ja, und du bist völlig vegetarisch aufgewachsen. Ja. Warum bist du der Größte von euch allen? <laughs> wahrscheinlich deshalb. Das ist wahrscheinlich der Grund. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Jedenfalls wuchst du als Adventistkind auf. Du wuchst in einem Zuhause auf, in dem ich ständig mit Arbeit und Evangelisation beschäftigt war. Wie wirkte sich das auf dich aus, dass ich so viel weg war? So much. Um, nun, zuerst möchte ich etwas zu dem sagen, was du vorher erzählt hast. Danke, dass ihr nicht aufgegeben habt, dass ihr mich nicht aufgegeben habt und du, Mom, die Treppen zur Ultraschalluntersuchung raufgetragen hast. Denn jetzt bin ich hier. Und nun ja, wie wirkte sich das auf mich aus, dass du weg warst? Nun, wie heißt das? Zur Evangelisationsreihen im Ausland. Ja, zur Evangelisationsreihen im Ausland. Nun, ich glaube, dass es sich erst später bei mir auswirkte. Du gingst auf diese Reisen, als ich so sieben oder acht Jahre alt war, oder? Ja, da fing es an, als ich sieben oder neun war. Schau, ich hatte ein recht enges Verhältnis mit meiner Mom. Mit dir auch, aber du warst meistens weg. Also, ja, ich vermute, dass es schon Auswirkungen auf mich hatte. Wahrscheinlich hätte ich schon etwas mehr Zeit mit meinem Dad gebraucht. Du warst ja immer so beschäftigt, mehr als nur Reisen. Ich denke, du hast damals auch für die Uni in Stellenbosch gearbeitet. Natürlich hattest du nicht genug oder sehr viel Zeit, um sie mit mir zu verbringen. Nein. Ja, es wirkte sich auf mich aus, aber ich weiß nicht wie. Ich kann mich nicht erinnern. Ich vermute, dass es mich damals mehr zu meiner Mom hinzog, weil du weniger da warst. Und wenn wir dann zusammen waren, hatten wir viele Menschen bei uns. Wir hatten viele Bibelstunden mit jungen Leuten in unserem Haus. Mhm. Ja, daran erinnere ich mich. Wir hatten immer junge Leute bei uns zu Hause und studierten die Bibel zusammen. Eigentlich wuchst du mit dem Glauben auf. Mhm. Und genau genommen warst du in jungen Jahren stark im Glauben. Mhm. Und was passierte dann? Nun, ich würde es vielleicht Freunden zuschreiben. Ich denke, es war viel der Gruppendruck von jungen Jahren an. Aber du warst in einer Gemeindeschule. Ich war in einer Gemeindeschule, aber. Was war dieses Aber? Nun, einfach andere Mitglieder in unserer Familie zu sehen und zu sehen, wie sie in besagten Schulen behandelt wurden. Oder besser, in der besagten Schule. Ja, die Einflüsse waren nicht wirklich gut. Waren deine Freunde großteils im Glauben oder nicht im Glauben? Nun, damals waren einige meiner Freunde, meiner guten Freunde, nicht im Glauben. Aber die meisten der Freunde waren im Glauben. Und ja, sie waren in der Gemeinde. Streiten sie in Richtung der guten Seite aus oder streiten sie zur unartigen Seite hin? Zur unartigen Seite hin, würde ich sagen. Ich weiß, du versuchtest mir... Werte beizubringen. Also ich weiß, als ich, wie alt war ich, zwölf, zwölf oder dreizehn, da fing ich an, mir Rockmusik anzuhören. Also das kam auch von meinen Freunden. Sie überspielten mir die Kassetten. Damals gab es Kassetten. Du warst nicht sehr glücklich darüber, denn klar, es hat einen Einfluss auf das Denken. Und du? Ich war nicht erfreut, als du meine Kassetten weggeworfen hast. Ich warf deine Kassetten weg. Darüber war ich nicht glücklich. Ich erinnere mich, dass dein älterer Bruder auch mit Musik anfing, nämlich Gitarre zu spielen. Ja. Und er begann so richtig harte Rockmusik zu spielen. Damals, ich denke, das war ACDC. Ja, und wir hatten einige Bücher über Rockmusik. Mhm. Und wir taten alles, um euch davon zu überzeugen, dass es nicht richtig wäre, diesen Weg einzuschlagen. Mhm. Wir gaben ihm diese Bücher, dass er sie lesen sollte. Interessanterweise sollten diese Bücher das Böse aufdecken. Aber stattdessen führt es zu. Ja. all das Böse war darin erklärt und anstatt sich dem Guten zuzuwenden, ermutigte es. Ermutigte ihn ja. Ermutigte es ihn hinzugehen und sogar schlimmer zu werden. Und dann stiegst du auch noch in diesen Lebensstil ein. Anfangs, als ich neun Jahre war und mir schlechte Musik anhörte, also damals war das ein Gruselfaktor. Es erschreckte mich wirklich, die Klänge, die Musik und die Stimmen. Aber ich erinnere mich, als wir umzogen, da greife ich vielleicht vor, aber als wir in unser nächstes Haus umzogen, also dort in unserem nächsten Zuhause, da zogen meine Freunde aus der Gemeinde mich auf, weil ich mir nicht die Musik anhörte, die damals angesagt war. Das war Def Leppard, Bon Jovi und all diese alten Bands. Und das, nun, ich vermute, dass mich das irgendwie verletzte, denn ich fühlte mich, ja, ausgestoßen. Also fing ich wieder an, mir diese Musik anzuhören. Also hinter deinem Rücken. Das hatte tatsächlich einen großen Einfluss auf mich, diese Musik. Und dann fingst du auch an, Gitarre zu spielen. Ja, ich fing in der achten Klasse an. Achte Klasse. Nein, in der achten verpasste ich es und dann wollte ich in der neunten anfangen. Und der Lehrer sagte, jetzt kannst du nicht anfangen ich sagte bitte lassen sie mich anfangen. ich zeigte ihm was ich spielen konnte. er meinte so gut spielst du nicht, aber okay, mach weiter. und so fing ich dann in der neunten, ja tatsächlich in der neunten klasse an zu spielen. ich spielte und übte sehr viel. ja irgendwie begann es mich zur musik hinzuziehen und das gefühl, das man dabei hat und all das und ja ich fing an zu spielen. Und ich, um und du wurdest ein ziemlich guter Gitarrist und es später in einer Band. Ja, ich spielte für eine Band, als ich. Und es war immer die beste Musik, stimmt's? Die beste Musik, die man nur finden kann. <laughs> ja, die beste war es nicht. Es lief in Sequenzen ab. Ich fing mit Punkmusik an. Weißt du, sanftere Musik, kein hard Hardrock oder sowas. Wir spielten diese Art von Musik in der Band. Ich wurde dann als Sänger ausgewählt und spielte die Rhythmusgitarre. Ich fing an, mir noch mehr Musik anzuhören und dann wurde es etwas härter. Ein bisschen härterer Rock mit ein bisschen herumschreien und all dem. Wir fingen als Band an, das zu spielen, und zu dem Zeitpunkt nun nur einer aus der Band war ein Freund aus der Gemeinde, aus dem Glauben. Die anderen zwei hatten nicht diesen Hintergrund. Und natürlich fingen wir an, mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Und bei den Bandproben kamen Mädels dazu und sahen zu, wie wir spielten. Natürlich benahmen wir uns wie die bekannten Punkbands da draußen. Und die taten sehr interessante Dinge. Nun, einfach blöde Dinge wie... Sich in einen Karren setzen, einen Hügel herunterzufahren, hinzufallen und sich gegenseitig zu verletzen. Dumme Sachen. Ja, dumme Sachen, wobei man sich verletzt. Auch die Rücksicht auf andere Leute wurde geringer, denn gewöhnlich verletzten wir auch andere Leute. What? Wie alt warst du damals? Ich war so um die 17. Ja, so in etwa. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube sogar, dass du mir die E-Gitarre gekauft hast. Ich habe dir eine E-Gitarre gekauft? Ja, schon. Ich glaube ja. Das muss gewesen sein, nachdem. Es könnte auch Marm gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Aber es war eine rote. Ich habe sie noch. Spiel aber nicht mehr drauf. Sie musste gesagt haben, dass du nur bestimmte Musik damit spielen darfst. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ich glaube, ich war sehr hartnäckig. Und damals war ich so rebellisch. Ja, ich denke, ich war ziemlich rebellisch. Und ich denke, dass sie einfach nachgab und sagte: Okay, du kannst die Gitarre haben. Aber ich glaube, sie erwähnte, dass ich auf dieser Gitarre kein Rock spielen sollte oder so etwas in der Art. Okay, ich kaufe sie dir, denn alle meine Freunde hatten Gitarren. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad drang das auch zu meinen Eltern durch. Es ist nicht immer einfach, mit einem quengelnden Kind umzugehen. <laughs> Nun, sag mir, wusstest du damals, dass du falsch handelst? Und wusstest du, was die Wahrheit war? Und war es dir einfach egal oder was lief da ab? What Sicher, die Rebellion kam in diesem Alter dazu. Also, ja, ich wurde ja ziemlich streng erzogen, würde ich mal sagen. Es war ziemlich streng, es gab hohe Werte, wir hielten den Sabbat. Und obwohl du mir alles erklärt hattest, weiß ich nicht, ob ich es tatsächlich so von Grund auf erfasst hatte. Ich weiß nicht, ob ich das tat. Das verursachte Rebellion, denn ich wollte in Wirklichkeit das Leben erfahren. Ja. Wir versuchten die ganze Zeit diese Werte rüberzubringen und wir versuchten euch zu sagen, dass wir Gott treu sein müssen. Und wenn man in die Bibel schaut, hat man so viele Beispiele von Eltern, die zu ihren Kindern sprechen, oder? Mm. König David, wie er zu Salomo spricht und wie Gott selbst zu Salomo sprach. God to Gott mag uns nicht mit hörbarer Stimme sprechen, aber er spricht mit dieser feinen Stimme zu uns, die man Gewissen nennt. Mm. Und du kanntest die Wahrheit, du kanntest den richtigen Weg, aber du hast es noch nicht selbst angenommen oder dir zu eigen gemacht, richtig? Mm. Mm. Nein. Ich geriet damals ins Wanken. Ich denke, ich war einfach zu neugierig, weil ich aus dieser Art von Umfeld herauskam, einem isolierten Umfeld. Du wolltest es selbst erfahren. Ja, ich war nur nicht einmal am, am Fuß des, des Berges angekommen, was das Erleben der Welt da draußen anging. Denn ich hatte nicht, also... Das, das betraf auch Freunde. Ich freundete mich damals mit vielen Freunden aus der Welt an. Und mit 16 durften sie zu Hause trinken. Du weißt schon unter Aufsicht. Also ging ich gelegentlich und hatte ein oder zwei. Probiert das mit ihnen aus. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass die Art, wie ich zu Hause behandelt wurde, vielleicht zu rigoros war. Zu so streng? Ja, zu streng. Ich erinnere mich noch, dass wir natürlich fast die Ersten waren, die ganz vegetarisch vegan waren. Und mir wurde klar, dass ihr dadurch mächtig unter Gruppendruck kamt. Ja, das war so. Und die Freunde und Nachbarn, sie waren in der Gemeinde, aber sie aßen alle so wie der Rest der Welt ist, was den Fleischverzehr anging. Ja, richtig. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als sie dich überzeugten, dass diese Ernährungsform ein Haufen Unsinn sei. Und du hast ein Stück Hähnchen gegessen. Kannst du dich daran erinnern? Okay, ja. Also das war zweimal. Das war einmal mit einem Freund von draußen, also nicht aus der Gemeinde. Ich besuchte ihn zu Hause und er machte mir ein Sandwich. Und ich sagte ihm, das esse ich nicht. Ich habe das noch nie zuvor gegessen. Er sagte, versuch es einmal, es ist großartig. Also ich war 16 und wohl immer noch in der Schule. Und ich aß das Stück. Ich aß das ganze Sandwich. Es war nun, es schmeckte interessant, aber es war nicht großartig. Aber du meinst sicher, was danach passierte. Das nehme ich mal an. Du kamst heim und an deinem ganzen Körper brach die Nesselsucht aus. Mm, ein Hautausschlag. Überall diese quaddeln stimmt. Und stimmt, bekamst den Schrecken deines Lebens. Ja, bekam ich. Und ich fragte dich, was hast du gegessen? Und du sagtest, dass du Hühnchen gegessen hattest. Ich glaube nicht, dass ich besonders Mitleid hatte. Ich glaube, du hast gelacht. Ich lachte und meinte nur, nun, das geschieht dir recht. Strenges Lachen oder so in der Art. Um, okay. And then, okay, und wann war das nächste Mal? Das war meine Sturheit. Meine Rebellion und meine Sturheit sagten, ich mache das wieder. Und ich weiß gar nicht mehr, wo oder wann das war, aber ich war wieder mit meinen Freunden aus und aß wieder Hühnchen. Und siehe da, am nächsten Tag hatte ich den Ausschlag wieder. Ja. Überall Ausschlag, voller Quaddeln. Ja. Du hast wie ein Meeresungeheuer ausgesehen. Und es war schlimmer. Tatsächlich war es ziemlich ernst. Also zeitweise konnte ich nicht atmen. Das sagt einem doch, wenn man schon auf so ein kleines Stück Hühnchen so eine starke Reaktion haben kann. Wie viel Giftstoffe muss es enthalten, um so eine massive Reaktion hervorzurufen? Richtig? Ja, ich meine, könnte es auch andersherum passieren, wenn man beispielsweise nie Obst gegessen hätte und dann auf einmal Obst isst, könnte das dann auch passieren? Wohl eher nicht. Nun, irgendwie passiert das schon, wenn man das hat, was man eine Heilungskrise nennt. Wir waren vorher alle große Fleischesser gewesen und dann stiegen wir auf eine vegetarische Ernährung um. Ein Schock für den Körper. Ja. Der Körper bekommt zum ersten Mal eine Gelegenheit, sich von Giften zu befreien. Ich wurde tatsächlich sehr krank mit sehr hohem Fieber. Dazu schälte sich die Haut an meinem ganzen Rücken. Hm. Danach wurde ich ein anderer Mensch. Ich fühlte mich umso viel besser als je zuvor. Und du hast den entgegengesetzten Prozess erlebt. Du gingst von einem gesunden Lebensstil zu einem schlechten Lebensstil. Ja. Und dann geschah etwas Dramatisches, als du 19 Jahre alt warst. Ja. Du warst in diesem rebellischen Zustand. Die Knie deiner Mutter waren völlig zerschunden. Meine Knie waren stark beansprucht. Denn wenn Gott einem rebellische Kinder gibt, stellt er sicher, dass man Knie hat, sodass man sich auf sie begeben und Gott bitten kann, einem in dieser Situation zu helfen. Man selbst kennt die Wahrheit und doch wollen sie sich einfach nicht für sich annehmen und weg sind sie. Eine herzzerreißende Situation kann man nicht haben. Ja, zu dem Zeitpunkt war mein Leben tatsächlich ein Chaos. Ich studierte mit 18 und... Du und meine Mom waren auch weg. Ich glaube, ihr wart im Ausland. Und ich blieb ein Jahr lang bei meinem Bruder. Und ich ging aufs College, ans Northlink College. Und ich, ich glaube, ich fiel durch. Ich glaube, im zweiten Jahr schaffte ich es nicht. Ich beendete mein zweites Jahr nicht. Ich bekam eine Bescheinigung und kam wieder nach Hause zurück. Ihr wart beide wieder daheim. Und dann saß ich einfach zu Hause rum und machte nichts. Und damals dachte ich sogar daran, eine Karriere als Musiker einzuschlagen und sogar ins Ausland zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir Live-Auftritte irgendwo im Wald, wo jeder sich betrank also keine gute Atmosphäre. Ich glaube, damals gabst du mir ein Ultimatum. Ich war 18 oder 19 dass ich etwas Richtiges studieren oder einen Arbeitsplatz finden müsse. Das sagtest du mir und ich denke, du musstest das damals tun. Ich stimme dir völlig zu, dass es genau das Richtige war. Ja, zurück zu deiner Frage. Wir probten mit der Band. Ich war 19 und zu dem Zeitpunkt hatten wir es ziemlich mit... Harte Musik. Ja, Heavy Music zu tun. Ich schrie dabei als Frontsänger herum und ich schätze, dass wir schon ein wenig Popularität genossen. So ein bisschen. Egal, es war an diesem einen Abend, als wir eine Bandprobe für einen Auftritt hatten. Viele Leute sahen zu und ich gab meine Vorstellung und schlug dabei wohl ja, über die Stränge. Ich hüpfte und schrie herum und meine Stimme war vom ganzen Geschrei schon heiser. Irgendetwas musste dabei mir in meinem Herzen passiert sein. Ich fühlte mich wirklich so, irgendetwas war nicht in Ordnung. Ich war müde und sah mich um und alles war irgendwie verdunkelt. Ich sagte zu den anderen: Jungs, lass uns heimgehen. Ich war der Fahrer für alle anderen. Für alle drei oder vier von uns. In diesem Zustand brachte ich alle heim. Ich konnte mein Herz spüren. Noch bei der Bandprobe fühlte ich, dass mein Herzschlag aus dem Takt geriet und stolperte. Ich teilte es meinen Freunden mit und dass ich mich erschöpft und ermüdet fühlte. Und mein Leadgitarrist sagte mir, dass es ihm die ganze Zeit passierte. Das wäre nichts, woran man sich sorgen müsste. Ich sagte, in Ordnung, aber ich spüre das immer noch. Und so sagte ich, Jungs, wir gehen, denn irgendetwas stimmt nicht. Sie meinen, okay, dann gehen wir. Und ich brachte sie heim. Ich erinnere mich, dass ich etwa 15 oder 20 Kilometer fuhr, und dann war ich zu Hause. Ich war etwas verwirrt und erinnere mich immer noch, dass ich dich sah und meine Mom war auch im Zimmer, glaube ich. Ihr kam dann beide zu mir her. Als ich sagte, dass etwas nicht in Ordnung mit mir sei. Ich glaube, du sagtest, geh unter die Dusche, und meine Mom sagte, geh unter die Dusche. Ich sage dir, was dann geschah, denn du kannst dich wahrscheinlich nicht daran erinnern. Ja, ich kann mich nicht an die Einzelheiten erinnern. Also, das war so: Du kamst nach Hause und sagtest, dass du dich nicht gut fühlst. Und du warst nervös darüber. Du hattest eine Arrhythmie, Und ich sagte dir, geh unter die Dusche, dann fühlst du dich besser. Dann gingst du duschen und gingst zu Bett. Wir brachten dich zu Bett, blieben noch und beobachteten dich. Dann sagtest du, da wäre ein Schmerz und der Schmerz zog sich den linken Arm hinunter. Ja. Er war nicht unerträglich, aber es war mehr ein bisschen taub. Ja. Taub. Ich hatte als Professor für medizinische Physiologie viele Vorlesungen darüber gehalten. Und so fragte ich dich nach den Symptomen und wo genau du den Schmerz in deinem Arm fühlst. Das weiß ich nicht mehr. Du zeigtest mir die Punkte, wo du den Schmerz in deinem Arm fühlst, und ich sagte: Steh auf, komm, schnell. Und ich wusste, dass das die Symptome eines Herzinfarkts waren. Aber du warst 19 Jahre alt. Das war sehr merkwürdig. Ich brachte dich schnell nach draußen und schob dich ins Auto und genau in dem Augenblick kam jemand vorbei und wollte sich von mir eine Schubkarre ausleihen. Wir hatten einen medizinischen Notfall und diese Person hatte hinter uns im Auto geparkt und bestand auf eine Schubkarre. Ich überfuhr ihn fast. Wir wurden ihn los und seine Mutter kümmerte sich notgedrungen um die Schubkarre. Und so konnte sie nicht mitkommen. Sie musste nachkommen. Ich raste mit dir ins Krankenhaus, während du Beschwerden hattest, die unter der Fahrt immer schlimmer wurden. Irgendwann konnte ich auch nichts mehr sehen, richtig? Ja, du sagtest, du kannst nichts mehr sehen. Dann wurdest du ganz steif und starbst im Grunde bei mir im Wagen. Du warst im Auto körperlich tot. Tot, ja. Ich war über alle Maßen angespannt. So wie ich in dieses Krankenhaus raste, bin ich noch nie zuvor in einem Auto gerast. Die Tür der Notaufnahme war zu. Ich riss sie fast aus den Angeln und rannte mit ihr hinein. Drinnen war ein junger Arzt. Ich sagte ihm, er hatte gerade einen Herzinfarkt und hat aufgehört zu atmen. Du warst im Grunde tot. Alles ging sehr schnell. Du kamst auf diesen Tisch und sie brachten diese Maschinen, um dein Herz mit Elektroschock wieder zum Schlagen zu bringen. Und sie sagten, dass ich hinausgehen sollte. Aber sie hatten nicht genug Leute, also baten sie mich, wieder hereinzukommen und zu assistieren. Ich zitterte, vermute ich mal. Durch den Schock. Als erstes versuchten sie, einen Schlauch hinunterzubekommen. Durch den Schlauch sollte deine Lunge Sauerstoff bekommen. Und dann gaben sie dir den Schock. Du reagiertest, aber du reagiertest sehr heftig. Nun, du bist sehr stark. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass du sehr stark bist. Du hast das Ding aus deinem Mund herausgerissen und hast einiges an Gewebe darin verletzt. Dann lief dir das Blut nur aus deinem Mund. Das wusste ich nicht. Totales Chaos in diesem Moment kam deine Mutter an. Sie befand sich in keinem guten Zustand. Sie trieben sie hinaus und mich trieben sie mit ihr hinaus. Aber dann konnten sie dich nicht bändigen, weil du so stark warst, also holten sie mich wieder herein. Und dann wurdest du wieder ohnmächtig. Dann bekamst du einen zweiten Schock und du hast gezuckt, kamst aber nicht wieder. Hm. Dann nach dem dritten Schock wurdest du wach. War ich richtig wach? Ja, völlig wach. Denn ich glaube mich zu erinnern, dass ich zwischen den Schocks aufwachte. Ja, ich glaube das eine Mal, als du den Schlauch rausgerissen hast. Ja, da sah ich meine Mom und dich für eine Sekunde. Ja. Ja, okay. Dann kamst du auf die Intensivstation. Hm. Und du warst völlig in Ordnung, ganz normal. Das ist nicht normal nach einem Herzinfarkt. Das war also kein Herzinfarkt gewesen. Was war es dann? Das war etwas völlig anderes. Sie fanden dann heraus, dass du eine zusätzliche Nervenleitung hattest. Man nennt es das wolf Parkinson White Syndrom und die Stimulation durch den zusätzlichen Nerv brachte deinen Herzrhythmus durcheinander und erzeugte Herzflimmern. Dann hatte das Gehirn nicht genug Sauerstoff und dann starbst du im Grunde. Das Herz hörte ganz zu schlagen auf. Trat das jetzt als Folge der körperlichen Anstrengung ein, die ich vorher bei der Bandprobe erfahren hatte? Well, one of, well, one of the eines der Symptome vom Wolf-Parkinson-White-Syndrom ist, dass diejenigen, die diesen extra Nerven haben, völlig normal heranwachsen. Und wenn sie dann die 20 erreichen, also mit 19, 20, und du warst damals 19, mm. also irgendwann um die 19, 20, 21 oder 22, springt dieser Nerv an und sie können sterben. Normalerweise sterben sie. Ja. Und dann weiß man nicht, warum sie sterben. Man denkt, es ist ein Herzinfarkt. Es ist ein ziemlich seltenes Krankheitsbild. An sich ist es kein Gendefekt, es ist einfach ein zusätzlicher Nerv im Herzen. Als sie das herausbekamen, mussten sie einen Elektrokardiologe finden, der dieses Syndrom behandeln konnte. Hm. Aber da gab es nur zwei im Land. Beide befanden sich auf einem Kongress in den Vereinigten Staaten. Oh, ja, ich erinnere mich. Ja, also sie waren nicht da. Was nun? Sie kamen erst in einer Woche zurück. Also sagte das Krankenhaus, dass wir dich nach Hause nehmen sollen und dich rund um die Uhr überwachen müssen. Und? Beim kleinsten Anzeichen einer Arrhythmie müssen wir schnellstens mit dir ins Krankenhaus für den Fall, dass wieder ein Defibrillator notwendig wäre. Also richteten wir für dich ein Bett neben unserem Bett her ja. und du schläfst neben mir. Weißt du noch? Und ich schaute nachts alle fünf Minuten nach dir. Ich erinnerte mich an die Zeit, als du ein Baby warst. Und weißt du, unter solchen Umständen betet man wie verrückt. Und du warst nicht auf einem guten Weg. Du hast alles, was falsch war, getan. Ich weiß, dass sich in diesem Umfeld mit der Band auch der Alkohol ins Spiel kommt. Dann kommen die Drogen dazu. Ich möchte da nicht in alle Einzelheiten gehen, aber du warst ein unartiger Junge. <laughs> ja, das war ich. Ich möchte dir einen Vers vorlesen, der uns hindurch trug. Er steht in Jesaja, Kapitel 49. Und dort in Vers 24 und 25. Deine Mutter und ich nahmen diese Verheißung so oft im Gebet in Anspruch. Kann wohl einem Starken die Beute genommen werden und können rechtmäßig Gefangene entfliehen? ja so spricht der herr auch die gefangenen des starken sollen ihm genommen werden und die beute des tyrannen soll entfliehen denn nun werde ich mit dem kämpfen der gegen dich kämpft und ich werde deine kinder erretten an all die eltern die uns so regelmäßig schreiben und an alle eltern da draußen die so verzweifelt sind und aufgeben wollen wenn ihre kinder auf irrwegen geraten Gott hat Mittel und Wege, sie zurückzubringen. Nun, das war jetzt eine sehr schlimme Angelegenheit. Ich meine, man kann sich kaum ein schlimmeres Ereignis vorstellen. Und während dieser einen Woche passten wir ohne Unterbrechung auf dich auf. Und schließlich kam dieser Spezialist wieder aus dem Ausland zurück. Und es wurde ein Termin in der Herzklinik ausgemacht. Und du wurdest für die Operation aufgenommen. Es ist eine Operation, die acht Stunden dauert. Das war eine ziemlich komplizierte Operation. Ja, eine ziemlich heikle Operation. Sie gehen über die Leiste hinein. Ja, Herzkatheter über die Leistennerven. Ja, man geht hinauf und ins Herz hinein. Dann muss man durch die, die Herzkammer. Herzkammer in die andere Herzkammer. Und dort müssen sie diesen Nerv finden, wo immer er auch ist. Wenn sie diesen Nerv gefunden haben, dann kommt eine Sonde in diesen Nerv hinein und sie überprüfen den Nerv. Das heißt, dass sie diesen Nerv stimulieren, um zu sehen, was er macht. Ja. Und das erzeugt einen Herzschlag von etwa 300 Schlägen pro Minute. Dieses Flimmern. Das hatte ich ja gehabt. Ja, das hattest du. Ja. Das heißt, dass das Herz so schnell schlägt, dass das Blut nicht durch die Arterien pumpen kann. Man bekommt also kein Blut im Gehirn und der Rest des Körpers erhält auch kein Blut. Es ist eigentlich nicht ein Wunder, dass das mein Herz nicht geschädigt hat? Ja, du hättest einen schweren Schaden erleiden können. Oder auch Schäden im Gehirn. Dein Gehirn hätte geschädigt sein können. Gehirnschäden wären möglich, aber ich bezweifle das. Ja, du bist hier und sprichst. Und Du hast auch weiter studiert und bekamst einen Abschluss als Elektroingenieur. Und einen Abschluss in Betriebswirtschaft, BCOM. Richtig. Dein Gehirn scheint also in Ordnung zu sein. Über den Rest weiß ich nichts. Alles gut. <laughs> Jedenfalls stimulierten Sie diesen Nerv und dann kommt ein Laserstrahl zum Einsatz und zerstört diesen Nerv. Ja. Danach übernimmt die normale Funktion wieder. Und man ist wieder im Normalzustand. Mhm. Nun, als sie diesen Nerv verödet haben, übte das wahrscheinlich auch Druck auf das Herz aus. Und du brauchtest etwas Zeit, um dich zu erholen. Ja. Aber ansonsten bist du danach völlig normal. Mit dem Leben, das ich danach führte, was kein gutes Leben war, kam eine Menge Unruhe. Ich denke, das Herz wurde dadurch natürlich etwas belastet weil ich nicht das Leben führte. Und ziemlich oft fühlte es sich an, als ob das Herz wieder zurückspielen würde. Du hast wahrscheinlich nur vernünftig gegessen, wenn du bei uns zu Besuch warst. Ja, könnte man sagen. Was hast du sonst gegessen? Ich lebte von gegrilltem, von südafrikanischem Brei. Also Barbecue. Ja, Barbecue. Du hast also den Lebensding völlig hinter dir gelassen. Ja, ich. Ich ging sogar zum Arzt, gleich nach meiner OP. Da war ich noch im Krankenhaus. Und ich fragte ihn, ob Rauchen einen Einfluss auf meinen Zustand habe. Und er sagte, du solltest nicht rauchen. Ich sagte ihm, das habe ich nicht gefragt. Ich fragte, ob Rauchen sich auf meinen Zustand auswirken würde. Er sah mich an und wusste, was ich meinte. Und er sagte, nein, das wird es nicht. Ich sagte Danke, ging hinaus und rauchte eine Zigarette. Noch beim Krankenhaus. Beim Krankenhaus? Das war starkköpfig. Ja, ich kann es kaum glauben. Brachte es dich zum Nachdenken? Eineinhalb Jahre später schon, aber damals nicht. Ich war zu weit weg. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich musste über das Geschehene schon nachgedacht haben, aber nicht so richtig. Nach dem, was ich dir über das Gespräch mit dem Arzt und der Zigarette erzählt habe, habe ich so meine Zweifel, denn es war mir egal. Es war dir egal. Ich wollte einfach zu dem zurückkehren, was mir Spaß machte, damals jedenfalls. Es gab so viele Gespräche mit uns, aber besonders mit deiner Mutter. Du standest deiner Mutter ja sehr nahe. Und deine Mutter sprach weiterhin mit dir über Musik und über Gesundheit. Aber du warst weiterhin rebellisch. Aber das machte ich. Ich war immer sehr ehrlich zu ihr, was immer ich tat. Und es waren keine besonders guten Dinge, die ich tat. Aber für gewöhnlich saß ich da und erzählte ihr alles, was ich am Abend zuvor getan hatte. Alles. Und wie reagierte sie? Sie war ziemlich behutsam. Sie ging es auf eine ziemlich nette Art an. Sie stellte Fragen, warum denn, warum tust du das, das schadet deinem Körper und dies und jenes. Und ich hörte zu. Ich erinnere mich daran. Da war ich so um die 20. Meine schlimmste Zeit war wahrscheinlich zwischen 19 und 23, 24, so in dieser Zeitspanne. Sie war sehr nachsichtig und sehr hilfsbereit. Sie wollte helfen. Sie war nicht forsch. Sie... Nun, sie tadelte auf einer freundlichen Weise. Und ich war nicht ganz so freundlich? Nein, dir hätte ich nicht gesagt, was ich den Abend zuvor gemacht hatte. Du hättest es mir nicht gesagt? Nein, das wäre nicht gegangen. Du hattest eine Art... Nun... Sie gab mir eine entschärfte Version. Ja, ah, so war das. Ja ich die entschärfte Version <laughs> Denn sie wollte dich schützen. in beide Richtungen, mich vor dem Tadel und dich aber genauso vor dem, was ich machte. Ja Sie teilte mir genug mit, was mich wieder auf meine Knie zwang, hm. aber nicht genug, um mich noch mehr darüber aufzuregen. Aber war das zu diesem Zeitpunkt für dich schwer, in einem Alter, in dem du gewisse Dinge nicht gewaltsam aus meinem Leben schaffen konntest oder mich davon abhalten konntest, Dinge zu machen? Ich erkannte eines. Man kann die Wahrheit kennen. Man kann die Wahrheit leben. Hm. Man kann wegen anderer besorgt sein, aber da gibt es ein besonderes Band zur eigenen Familie. Da läuft ein schrecklicher Zwiespalt im Kopf ab, wenn die eigenen Kinder die Wahrheit kennen, sich aber weigern, sie zu leben. Und das Leben ist so unvorhersehbar. Du warst fast tot. Eigentlich warst du schon gestorben. In meinem Auto. Ich sah keine Lichter. Ist sah gar nichts. Nichts Außergewöhnliches während dieser Zeit. Nein, du wusstest nichts und warst nicht im Himmel oder in der Hölle, denn das ist ein Haufen Unsinn. Das tat ich nicht, wirklich nicht. Du wusstest nichts. Du wachtest auf und warst völlig überrascht. Was mache ich hier? Ja, ganz überrascht. Dann wolltest du aufstehen und rausgehen. Sie sagt: Nein, du hattest gerade einen Herzinfarkt. Aber es war kein Herzinfarkt. Weißt du was? Die Bibel ist voll von ähnlichen Geschichten. David und Salomo sind ein so wunderbares Beispiel in der Bibel. Salomo hatte alles. Ja. Er hatte die ganze Wahrheit. Er sprach mit Gott als seinem Gegenüber. Mhm. Ja, er war der Weiseste. Er war der Weiseste von allen. Ja. Er war einfach erstaunlich. Und schau, was mit ihm passierte. Und wenn es zur Hauptsumme aller Lehrer kommt, steht da, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gilt für alle Menschen. Ja. Du wusstest also all diese Dinge, aber du wolltest nicht zurückkommen. Hier bist du, der uns zur Wahrheit gebracht hat und du bist in der Welt. Nun, dein älterer Bruder Martin ging auch in die Welt. Er schlug einen anderen Kurs ein, aber ja. es war anders. Auch die Rebellion. Ja, ja. Er ist auch hochgebildet und ist heute ein Mediziner und all das. Hm. Und er kennt die Wahrheit und alles, was damit zusammenhängt. Aber um sie in ihrer Vollständigkeit anzunehmen oder sie einfach zu kennen und Teil davon zu sein, ist ein großer Unterschied. Und, uh, being involved with it is a big big difference ja. und da warst du nun und machtest diese rebellische phase durch wie viele jahre dauerte sie um, sie dauerte also ich wurde im alter von 21 getauft ich erinnere mich wer taufte dich es war ein mürrischer alter Mann. Meinst du, ich bin ein mürrischer alter Mann? Ich mache nur Spaß, aber ja, du hast mich getauft. Okay, kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle? Weil ich wusste, wie rebellisch du warst und jetzt kamst du an den Punkt, an dem du sagst, ich möchte getauft werden. Da fällt einem doch der verlorene Sohn ein. Du warst ein verlorener Sohn, der heimkam. Ja. Aber du bliebst nur für eine kurze Weile, machtest dann eine Kehrtwende und gingst zurück. Warum? Warum? Hm. Wieder. Meine Freunde. Mein ganzes Leben. Deine Reisen. Es ist nicht dein Fehler oder der Fehler meiner Mom. Aber ich war ziemlich allein. Ich lebte und studierte in Somerset West. Wir hatten nicht viel Geld. Ich bekam einen Zuschuss, um Rechnungen zu zahlen für bestimmte Dinge. Ich glaube, du hast noch meine Miete gezahlt. Und ich bekam eine bestimmte Summe. Nun, in unserem Land ist es für junge Leute im Studentenalter ziemlich normal, von der Familie getrennt zu sein. Deine Mutter musste ja zu Hause verlassen, als sie 17 war. Sie wurde im Grunde in die Welt geworfen. Ja. In diesem Umfeld ist es so, wenn man dieses Alter erreicht, dann geht man weg an die Universität, manchmal ins Internat. Wir trafen Vorkehrungen, dass du damals bei sehr gläubigen Menschen wohnen konntest. Du hattest deine eigene kleine Wohnung und wir unterstützten dich. Aber ja, du hattest die Möglichkeit, mit Menschen aus der Gemeinde zu arbeiten. Aber du wähltest die andere, stimmt's? Ja, das tat ich. Aber dabei sollte man im Hinterkopf behalten, dass ich erst wirklich im Alter von 18 mit dem Rebellieren anfing. Von der Band mal abgesehen, das war eine Nebensache, das war keine wirkliche Rebellion. Es war mit 18, mit 19, da hatte ich die Herzgeschichte, mit 20 experimentierte ich herum und mit 21 sagte ich, ich muss damit aufhören. Ich, muss, also, ich wusste, was die Wahrheit war. Hast du gebetet? Um, ich betete nicht so ernstlich, wie ich es jetzt tue. Ich hatte nicht diese Verbindung. Was ich damals hatte, war in Wirklichkeit ein sehr oberflächlicher Glaube. Meine Freunde aus der Gemeinde waren auch getauft, aber wir waren alle in der gleichen Clique. Und diese Clique, meine Freunde aus der Gemeinde, wir, nun, wie soll ich sagen, wir glitten in die Welt ab. Und wir hatten eine Menge Freunde in der Welt. Und dieser Gruppendruck ließ uns alle zusammenstehen und uns gemeinsam bewegen. Um also meine Freunde aus der Gemeinde zu verlassen und dann noch meine Freunde aus der Welt zu verlieren, war zu viel für mich, schätze ich. Ich, ich erinnere mich, wie einer meiner Freunde, es war Jeremy Staley, und ich, nachdem ich getauft worden war, tatsächlich für unsere Freunde in der Welt Bibelstunden hielten. Richtige Bibelstunden. Wir hatten sie niedergeschrieben und überall Lesezeichen in der Bibel. Wir arbeiteten uns von Absatz zu Absatz und von Buch zu Buch durch. Wir hielten gründliche Bibelstunden. Und danach, nun, ich denke, was geschah, war, dass es nie richtig Fuß fasste. Es setzte sich nicht fest. Ich erinnere mich, wie meine Mom zu Besuch kam. Sie besuchte mich, wann sie konnte. Und ich sagte zu ihr noch: Schau, ich gehe mit meinen Freunden aus. Ich mache nichts, ich werde nicht trinken, ich werde keine schlechten Gespräche führen, nichts dergleichen. Ich gehe einfach aus und ich werde in der kleinen Kneipe nur diese Band anhören und was auch immer. Sie sagte: Du musst aufpassen, denn da kann dir Gott nicht helfen. Er kann nicht wirklich bei dir bleiben. Nun, bleiben ist das falsche Wort, aber, aber da sind Satan und seine Engel. Als ich dort hineinging, ich war ja für lange Zeit nicht in einem solchen Umfeld gewesen. Es war wirklich eigenartig, dort hineinzugehen. Und ich ging hinein und... Fühlte mich fehl am Platz. Natürlich machte ich diesen Abend nichts, aber als ich hinausging, passierte etwas Merkwürdiges. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur Zufall, aber der Alarm von meinem Wagen ging los und egal, was ich auch versuchte, er ließ sich durch nichts ausschalten. Ich hatte eineinhalb Stunden damit zu tun und plötzlich ging er aus. Ich konnte wieder in mein Auto einsteigen, ich war ein bisschen fassungslos, fuhr nach Hause und erzählte meiner Mom davon. Sie sagte, nun, das klingt wirklich seltsam. Ich sagte, dort zu sein war unheimlich. Ich konnte die Gegenwart des Bösen fühlen. Das ging so weiter und dann fängt man aber an, ein bisschen weiter auszuprobieren. Denn ich war ja okay, so schlecht war es nicht. Also ich testete ein bisschen mehr aus. Aber ich ging mit meinen Freunden nicht in die Nachtszene, die Clubs. Mein bester Freund war nicht in unserer Gemeinde, aber er war einer meiner besten Freunde. Er kam vorbei und sagte, Hör zu, wir gehen zu dieser Party. Und ich sagte ihm, ich kann nicht gehen. Also ich kann da nicht mitgehen. Ich habe mich für ein Leben entschieden, das ich führen möchte. Ich sah seinem Gesicht an, dass er ziemlich traurig war. Ein Gesichtsausdruck, als ob er mich für immer verlieren würde. Verstehst du? Ich schaue ihn an und konnte es sehen. Er sagte, ich werde gehen. Ich verstand nicht, was das bedeutete, aber ich hatte das Gefühl, dass ich ihn verloren hatte. Also ich denke, dass ich genau da zu dem Entschluss kam und entschied, ich schaffe das nicht. Es ist zu schwer. Ich würde Freunde verlieren. Ich würde alle meine Freunde verlieren. Ich würde allein sein und meine Eltern weit weg. Ich glaube, damals war dir in der Karoo. Nein, nicht in der Karoo, sondern in Riversdale. Ja, das war etwa 350 Kilometer von dir entfernt. Ja. Nun, ich hätte immer noch meine Freunde aus der Gemeinde, aber sie waren auch dabei, Dinge in der Welt auszuprobieren. Es war einfach zu schwer, das allein durchzuziehen. Und ich hatte damals nicht genug Glauben, um mich zu tragen. Also gingst du zurück in die Welt. Schlimmer ja. als je zuvor schlimmer als davor. Da war es dann am schlimmsten. Ja, so mit 21 und oh, 32. Das ist eine lange Zeit. Mit 21, 22, 23. Ja, eskalierte es sich. Und ich erkundete viele Pfade, die ich besser nie erkundet hätte. Und ich traf meine Frau im Alter von 22. Aber damals waren wir, wir waren in der gleichen Szene. Wir genossen es, fortzugehen. Das wurde zur Regel. Jede Woche, manchmal zweimal die Woche. Wir gingen fort und feierten, wenn man so will. Es wurde schwieriger, mit jemandem zusammen zu sein, der nicht in der Gemeinde war. Ich sage nicht, dass sie keine Werte hatte, sie hatte viele Werte. Aber es ist doch anders als das, was ich kannte oder wie ich erzogen wurde. Also gingen wir diesen Weg und ich liebte sie sehr und ich tue es immer noch, aber wir gingen eben diesen Weg. Und dann im Alter von 30, da fuhren meine Frau, ihre Schwester und ich zu einer Party. Wir lebten damals in Stellenbosch. Das ist jetzt neun Jahre her. Wir gingen zu einer Party und hatten ein paar Drinks, nichts Besonderes, und es regnete bei der Heimfahrt. Und meine Schwägerin war am Steuer und sie kam einfach von der Straße ab, weil sie wegen des Regens schlechte Sicht hatte. Sie riss das Steuer herum. Und das ganze Auto schaukelte stark und sie verlor die Kontrolle. Und der Wagen schoss auf eine Mauer zu. Entlang der Straße war eine Mauer und ein ziemlich hoher Bordstein. Ich riss das Steuer herum, damit wir nicht mit 110 km/h aufprallten. Und so überschlug sich das Auto. Das war heftig. Ich erinnere mich noch daran zu fallen. Es überschlug sich zuerst auf meine Seite und dann noch mindestens fünf, sechs Mal. Wir trafen auf die Barriere auf, rollten darüber und landeten schließlich auf dem Dach. Sie waren unverletzt. Ihnen war nichts passiert. Vielleicht hier und da ein paar Kratzer, aber sie kamen aus dem Wagen heraus. Sie krochen heraus und ich steckte drin fest. Und zu dem Zeitpunkt... Ging dein Fuß nicht direkt durch die Windschutzscheibe? Ja. Irgendwie war er durch die Windschutzscheibe gegangen. Und steckte fest. Ich konnte nicht heraus. Das ganze Gewicht des Autos lag auf meinem Fuß. Also ja, ich betete nicht oder etwas in die Richtung. Daran dachte ich überhaupt nicht. Ich schätze, dieses ganze Jahrzehnt in meinem Leben war eine Katastrophe, wenn man es so betrachtet. Aber ich kam doch heraus, hatte ein paar Prellungen und Bänderrisse, aber nichts gebrochen. Aber die Sache ist die, dass ich so festgefahren war und ich verlor meinen Job. Ich wurde nicht gefeuert, aber es gab betriebsbedingte Kündigungen bei Mixit, der sozialen Medienplattform, und ich war deprimiert. Ich sprach viel mit euch und dir und mit meiner Mom, meinen Eltern, und an diesem Punkt entschied ich wieder: Vielleicht ist das doch zu schwer. Ich muss wieder zu Gott zurückkommen. Das war jetzt das zweite Mal. Ich fing an zu lesen und ich fing an Videos anzuschauen. Und man machte sich viel über mich lustig. Ich schüttelte das ab, aber man machte sich viel über mich lustig, sogar in der Familie. Nicht die engere Familie, aber ja. Und dann war es wieder einfach zu viel Druck. Wir hatten so viele Freunde, 40, 50 Freunde. Und damals hatte ich fast eine Frau. Ich war immer noch mit ihr zusammen. Und ich tat mich schwer. Es war mehr wie ein Untersuchen, aber ich ließ sie nicht an mich heran, also den Glauben. Und weil ich nicht ganz hineinsprang, weil ich nicht den ganzen Weg ging, zog Satan mich wieder weg. Und dann hast du geheiratet. Ja, ich heiratete mit 32. Und dann kam dein Sohn zur Welt. Ja, als ich 35 Jahre alt war. Ich glaube, du warst genauso alt, als ich geboren wurde. Du hast recht. Okay, du warst 35 Jahre alt, lebtest in der Welt, machtest all diese Musik mit der Band und all diese Dinge. Du lebtest einen falschen Lebensstil und dann wurde dein Sohn geboren. War er ein sehr einfacher Sohn? Ach, er, war, er war eine ganz andere Hausnummer. Er war sehr schwierig. Also, ich wusste nicht, wie ich mit ihm zurechtkomme oder ihm helfen sollte. Denn meine Frau war stark depressiv, weil er so viele Koliken hatte. Er schrie für fünf Monate, acht Stunden am Tag. Und wenn nicht noch länger wir legten Schichten ein nein eigentlich schliefen wir beide auf der Couch und er dazwischen und wir wachten jede Stunde auf dann kam es an einen Punkt wo es fast wie bei mir war schätze ich er drehte durch und ich konnte ihn nicht beruhigen damit er zu schreien aufhörte er lief schon fast blau an. Und ich sprang ins Auto und raste mit ihm in die Klinik. Und sie beruhigten ihn dann. Ich dachte mir, diese, diese Art von Leben möchte ich eigentlich nicht führen. Ich ging nicht so mit ihm um, wie ein Vater es sollte. Ich erinnere mich noch, ich war so frustriert. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und ich hatte auch keine Verbindung zu ihm. Ich kann da nicht für meine Frau sprechen. Aber beide hatten wir unsere Kämpfe um diese Verbindung. Wenn ich zurückdenke, vor das, was passiert war, hatte ich entweder du oder Mom mir noch Patriarchen und Propheten gegeben. Ein Buch vom Geist der Weissagung. Und ich las es. Ich las es jede Nacht, aber das Verständnis fehlte mir. Ich las es, ich las vom Tempel und vom Gold, aber ich verstand das Symbolische darin überhaupt nicht. Ich hatte keine Ahnung, aber um dem vorzugreifen, nach der Bekehrung eröffnete sich alles. Aber wie kam die Bekehrung zustande? Ja, die Bekehrung war, ich konnte nirgendwo anders hingehen. Nun. Entweder ging ich zu Gott oder ich rannte von meiner Familie weg, um es so auszudrücken. Oder ich finde eine Lösung. Und die Lösung war schauen wir doch, was Gott zu sagen hat. Ob Gott dir heraushelfen kann. Ob Gott mir aus dem heraushelfen kann. Denn an diesem Punkt hatte ich einen anständigen Job. Ich bin immer noch bei der gleichen Firma, aber auch das fiel völlig auseinander. Meine Arbeit, ich konnte nicht schlafen. Und weil ich dieses Leben führte, war ich höchst ungeduldig. Ich kam mit diesem Kind nicht zurecht. Ich wollte ihn einfach aus dem Weg haben. Aber ich wollte doch nicht so empfinden. Ich wollte ihm doch helfen. Also dachte ich, na, vielleicht mit all dem, was ich über die Jahre von dir und von meiner Mom und ich schätze auch von der Gemeinde gelernt habe, mit allem, womit ich einfach aufgewachsen war, kam ich zu dem Schluss, das muss doch irgendwie funktionieren. Also ging ich auf meine Knie und sagte: Okay, ich übergebe dir mein Leben, wenn du mir hilfst. Ja. Und vielleicht ein paar Tage danach fühlt es sich so an, als ob eine Last weggenommen wäre. Ich versuche das zu verstehen und ich glaube, ich sprach auch mit dir ein wenig darüber. Eines ist während dieser Jahre schon interessant. Ich denke, es war 2015. Als du mich anriefst und mir von Ereignissen erzählt hast, die gerade passieren, also Laudato C, si, die Enzyklika und all das, ich war so halb interessiert, dem zuzuhören. Es war schon in Ordnung für mich. Ich war in dieser Zeitspanne nicht völlig rebellisch. Und manchmal predigte ich noch in angetrunkenem Zustand sogar meinen Freunden. Und sie genossen es, weil ich ja in der gleichen Blase war. Babo. Du warst immer noch in der gleichen Blase, aber warst dabei auszusteigen. Ja, sie hörten zu. Es war interessant, aber offensichtlich verblasste es, denn so verkündigt man das Evangelium nicht. Aber ja, an diesem Punkt, als ich, als ich wieder mit dir sprach, fing die Dinge an einen Sinn zu ergeben, weil ich mein Leben Gott übergeben hatte und das war interessant es war beängstigend aber es war auch erhellend und interessant Also entschied ich mich mich zu bewaffnen mit Wissen und das tat ich dann. Und jetzt und jetzt bist du zurück an dem Punkt, als du ein Kind warst. Ja, du isst, wie du vorher gegessen hast. Geschah das, weil wir dich zwangen oder weil du entdeckt hast, dass der beste Weg ist? Leider ist es immer schwer, das zu sagen, aber nichts, nichts was man sagt, und du hast es ja versucht, du hast die richtigen Dinge versucht, aber nichts, was du gesagt hast, brachte mich zu diesem Leben. Weißt du, das ist etwas, was nur der Heilige Geist für mich tun kann. Also die einzige Sache, die dich bekehrte, war nicht Druck von irgendjemand, sondern Nein. das Verlangen, Frieden zu finden, einen Frieden, von dem du dachtest, dass er nur mit Gott zu finden wäre. Und dann hast du alles entdeckt, was du im Grunde wusstest. Ja, aber aber es explodierte. Es explodierte und du nahmst alles an. Ja. Ich nahm es alles an. Und war es leicht für deine Familie? Machte es die Sache leichter oder schlimmer? Nun, ich hatte inneren Frieden. Das hielt mich am Laufen. Es gab Zeiten, als ich, als ich mir und Gott sagte, nein, ich renne wieder weg. So, wie ich es in der Vergangenheit bei dem Gruppendruck gemacht hatte. Das war schon hart. Also, meine Frau ist Christin und sie ist eine liebende Mutter und Frau, aber mein Glauben unterscheidet sich von allen anderen. Also, ich möchte die Gebote halten, ich will sie halten, aber das ist nicht der erste Schritt. Und so habe ich das auch nie erlebt, denn ich hielt die Gebote nicht, als ich nach ihm suchte. Ich suchte ihn und dann als Resultat erhielt ich die Gebote. Du hast also die Gebote nicht gehalten, um in seiner Gunst zu bleiben? Nein, überhaupt nicht. Ich rauchte immer noch eine Zigarette, als ich die Bibel las. Und nach einer Weile las ich die Bibel und die Zigarette war nicht mehr in der Hand. Wer veränderte dich also? Gott veränderte mich. Also, egal wie oft einem manchmal gepredigt wird, ist es eine Sache, die nur Gott verändern kann. Ja, so wie Jesus es zu Nikodemus sagte: Der Wind weht und du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So fühlt es sich an. Ich erzähle es dir einmal aus meiner Sicht. Wir beteten so viel für dich und beriefen uns auf diese Verheißungen, die wir in der Bibel finden. Und wir sagten Gott so oft, er ist derjenige, der uns zur Gemeinde brachte. Soll er jetzt zurückbleiben? Ich möchte nicht in den Himmel gehen, wenn irgendeines meiner Kinder nicht dort ist. In dieser Hinsicht seid ihr für mich alle gleich. Aber da war diese besondere Bindung wegen allem, was wir mit dir durchgemacht hatten. Und sollte genau der jetzt zurückbleiben? Es war sehr, sehr schwer. Aber wir blieben dran und beteten weiter. Und ich möchte euch ermutigen, gebt nicht auf. Gebt niemals auf. Ganz egal, wie rebellisch euer Kind ist. Ganz egal, was passiert. Gebt einfach nicht auf. Betet weiter. Es gab keinen direkten Einfluss auf mich. Und wenn heute gilt, wie der Vater so der Sohn, denn du glaubtest genau wie ich glaube, ich bin überrascht, dass du genau so glaubst, wie wir glauben, nicht wegen irgendeiner Indoktrination, denn du lehntest es sowieso ab, es anzunehmen, sondern weil Gott dich dahin führte. Genau. Dann fingst du an, die Bibel zu lesen und fingst an, den Geist der Weissagen zu lesen. Und es wurde Nahrung mm. für dich, stimmt's? Ich musste es selbst erfahren und gewisse Punkte durchdiskutieren. Ich weiß noch, dass du und ich Punkte hatten, über die wir manchmal diskutiert haben. Geriet Salomo auf Abwege? Das tat er. Er ging in die Irre, richtig? Kam er zurück? Ja. Ja, er kam zurück. In letzter Sekunde. Nun. Ich glaube, dass wir ganz kurz vor dem Ende aller Dinge leben. Mm. Und ich glaube, dass Gott die Menschheit mit einer mächtigen Botschaft erreichen und ihm zu ihm zurückrufen möchte. Viel Zeit ist nicht mehr dafür übrig. Und nun, du hast viele Bibelstunden und auch oft Sabbatschule gehalten. Mm. Uh, studies. But this will be Aber diesen Sabbat wird es das erste Mal in deinem Leben sein, dass du eine Predigt hältst. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Wie fühlst du dich dabei? Um, anfangs, als ich gefragt wurde, ob ich predige, war ich sehr nervös. Denn das ist ein weiterer Meilenstein. Eigentlich ist ja ein Bibelstudium genau. Nein, nicht ganz das Gleiche, aber eine Predigt. Nun, das hatte ich immer angestrebt, aber ich dachte nie, dass ich dahin komme. Und es ist eine große Ehre, das für Gott zu tun, eine, eine Botschaft zu predigen, die für diese Endzeit sehr wichtig ist. Dein kleiner Junge, wie alt ist er jetzt? Er ist vier, wird bald fünf. Und er wird bald fünf, stimmt's? Und er war ein ziemlich komplizierter kleiner Kerl. Sehr, immer noch. Und jetzt hast du diese ganz enge Beziehung zu ihm. Ja, sehr eng. Und denkst du oft daran, dass dieser kleine Junge dich zum Glauben zurückbrachte? Ja, schon, jeden Tag. Und wie würdest du dich fühlen? Wenn du sehen würdest, wie er auf Abwägen kriegt, oh, das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe, oder? Ja. Und wie würdest du dich fühlen, wenn du weißt, dass es nichts gibt, was du tun kannst, um es zu verhindern, außer, dass du ihn mit der Wahrheit großziehst und hoffst, dass er sie beibehält? Das ist, nun ja, das ist sehr schwer. Was meinst du, wie Gott sich fühlt? Ich schätze, dass du dich auch so gefühlt hast. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ja. Hier haben wir das berühmte Bild in einer modernen Fassung, wie Gott empfindet. Stell dir vor, jeder Mensch hier unten ist ein Kind Gottes. Und die Mehrheit der Welt befindet sich auf Abwägen und lebt, wie du gelebt hast. And he's living the way you lived. Ja. Stell dir vor, was er empfindet. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn seine Liebe ist, ist viel größer als unsere Liebe. Ja. Wie würdest du dich fühlen, wenn deinem kleinen Jungen etwas passieren würde? Also ich beobachte euch und ich sehe, wie eng eure Bindung ist. Ich danke Gott für dieses Kind. Du hattest diese Herzgeschichte. Euer Wagen hat sich überschlagen. Du hättest tot sein können. Du hast andere schwere Operationen. Ich erinnere mich an die Kiefer-OP. Deine Kiefer-OP. Das war eine schreckliche Operation. Ich lag wieder neben deinem Bett. Ja, du warst wieder neben meinem Bett und ich passte auf dich auf. Irgendwie warst du es, der uns zur Gemeinde brachte. Und irgendwie brachte Gott dich in seiner Gnade wieder zurück. Hm. Und natürlich bete ich, dass du bleibst. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, zu diesem Leben zurückzukehren. Das möchtest du nicht mehr. Du bist aus der Stadt gezogen? Ja. Wohnst du jetzt wieder auf dem Land? Mhm. Wobei ich vorher nicht auf dem Land wohnte. Ja, stimmt. Du bist aufs Land gezogen und du hast dieses ganze Leben hinter dir gelassen. Ja, das war ein Schritt im Glauben. Aber ich bin Gott dafür dankbar und freue mich darüber. Du hast die Absicht, nicht nur dein Leben Gott zu geben, wie du es schon getan hast, sondern du planst auch, für Gott zu gehen und zu verkündigen, nicht wahr? Mm, ja, und das war schwer, denn ich bin nicht gut. Ich war nicht gut, zumindest dachte ich das immer. Vor einer Menge stehen und all das, also. Ich entschloss mich, als ich vor zwei Jahren mein Zeugnis gab, dass ich Ja sagen würde. Das war wirklich ein Kampf. Das erste Mal, als ich eine Bibelstunde gab, war das ein Tag des Bibelstudiums. Nur ein Tag. Ich konnte es mir nicht einmal für einen Tag vorstellen. Also machte ich nur einen Tag. Dann machte ich zwei Tage. Dann gab es ein ganzes Bibelstudium und konnte es nicht fassen. Er holt uns da ab, wo wir gerade sind. Und er hebt uns hoch. Was wären deine abschließenden Worte der Ermutigung an junge Leute, die sich in der gleichen Situation befinden, in der du warst? Ich sage immer: Vertrau ihm einfach. Vertrau ihm, auch wenn ihr ihn nicht kennt. Auch wenn ihr nicht wisst, wo und wie euer Leben verlaufen würde, falls ihr eine Entscheidung für ihn trifft, bitte ihn einfach, vertraue ihm einfach und glaubt, dass euer Leben besser wird. Ja, man wird Anfechtungen haben, aber man hat ein neues Leben. Er verändert uns, er macht uns zu einem neuen und besseren Menschen. Sobald er das getan hat, sobald er diese Veränderung durchgeführt hat, kannst du dir doch vorstellen, zum alten Leben zurückzukehren? Nein. 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 Und doch bist du so oft zurückgegangen, stimmt's? Ja. Aber dieses Mal veränderte sich etwas. Ja. Es verfestigte sich. Ja. Es ist schwer, genau festzulegen, warum es so ist. Aber auch nicht. Ich denke Wäre mein Sohn nicht geboren worden, hätte die Sache anders laufen können. Das denke ich wirklich. Gott ist natürlich, er klopft natürlich an, aber man muss die Tür öffnen. Also, wenn die Bibel sagt, dass eine Frau durch das Kindergebären gerettet wird, kann ich dann sagen, dass auch ein, guter ein Sohn durch das Kinderkriegen gerettet werden kann? Ja, unbedingt. Nun, weißt du, Robert? Ich bin Gott so dankbar, dass du heute hier sitzt und dass du glaubst, und zwar nicht, weil wir es dir eingebläut haben, sondern weil du es selbst entdeckt hast. Und wenn man wirklich um Hilfe bittet, wird man erkennen, dass Gott ein Gott ist, der seine Verheißungen, sein Versprechen hält. Das bedeutet auch, dass er seine Verheißungen ebenso in der Zeit hält, die vor uns liegt. Und wir steuern auf schwere Zeiten, so stimmt's. Ja, das tun wir. Möge Gott dich in der Zukunft gebrauchen, um den Menschen die Wahrheit zu bringen. Und mögen wir niemals unsere Kinder aufgeben. Und die Menschen als Ganzes auch nicht aufgeben. Die Menschheit sitzt im gleichen Boot, in dem er saß. Die Menschheit sitzt oft in einem schlimmeren Boot, als in dem er saß. Aber wenn wir beten und Gott suchen, dann wird er uns helfen. Das wird er. Und er wird sein Wort halten. Weißt du, Robert, ich glaube, dass das Gebet dich dahin zurückgebracht hat, wo du sein solltest. Und nicht, weil du jetzt musst, sondern weil du es willst. Und ich bin dankbar für all diese Gebete, denn ich weiß, dass diese Fürbitte für andere so entscheidend sind. Sie sind sehr mächtig. Ja. Also. Ich möchte gerne beten für dich, für uns und für alle Eltern und alle Kinder da draußen, die mit ähnlichen Themen zu kämpfen haben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, du hast uns gesagt, dass der Weg zum Himmel ein steiniger Pfad ist. Das ist keine breite Autobahn. Das heißt, suchet und ihr werdet finden. Aber es heißt auch, dass nur wenige ihn finden. Der Grund dafür, dass nur wenige ihn finden, liegt darin, dass sie nichts suchen. Und so ist es für dich oft notwendig, dass du in unserem Leben Umstände schaffst, damit wir zu suchen anfangen. Und wenn eine Herzensgeschichte nicht funktioniert und ein sich überschlagendes Auto nicht funktioniert und keine dieser Sachen funktioniert, dann schaffst du manchmal Situationen, die uns so verzweifeln lassen, dass wir zu dir schreien. Mögen viele Menschen in dieser verzweifelten Zeit, in der wir leben, zu dir schreien. Und es ist mein Gebet, wie schon von Anfang an, dass du nicht nur diesen Sohn von mir für alle Ewigkeit rettest, sondern alle meine Kinder. Und weitergefasst, all die Kinder da draußen in der Welt, die ohne Gott sind und nicht wissen, was es bedeutet, die Liebe Gottes zu entdecken. Diese Hand, die vom Himmel hinunterreicht, ist immer willig, uns festzuhalten und uns dem Schlamm herauszuziehen, in dem wir uns verstrickt haben. Bewahre unsere Kinder sicher. Doch nicht nur das, sondern gebrauche sie. Gebrauche sie dazu, dein Evangelium weiterzutragen und viele zu einer Entscheidung zu führen, damit dein Haus voll werde. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. Amen.